Sichtlich gerührt war er, Philipp Lahm, bei seinem Abschied von der großen Fußballbühne. Ein letztes Mal auf dem Rathausbalkon, ein letztes Mal die Meisterschale in den Münchner Abendhimmel recken. Eine große Karriere ist nun beendet. Der Verein, jeder Einzelne, der Mitglied war in diesem großartigen Verein, ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Und ich muss sagen, vor allem ein Dankeschön an all meine Mitspieler. Nur die haben das möglich gemacht, dass ich so eine Karriere hatte. Plus das ganze Trainerteam und alle Betreuer, wie sie hier sind und mit denen ich zusammengearbeitet habe. Abschied nehmen hieß es auch für Xabi Alonso. Mit dem Spanier und Lahm verlassen den Rekordmeister zwei wichtige Stützen. Grund genug für die Bayern, sich für die nun anstehende Transferperiode in Stellung zu bringen. Präsident Uli Hoeneß blies bereits zum Angriff. Ich bin überzeugt, dass das vielleicht nur eine Ausnahme ist, dass wir nur einen Titel in diesem Jahr haben. Denn mit dieser Mannschaft, mit diesem Geist wird es wieder möglich sein, auch mehr zu erreichen. Und das alles mit eurer Unterstützung. Nur ein Titel ist den Bayern auf Dauer zu wenig. Auch wenn Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vor den eigenen Fans ein positives Saisonfazit zog. Es ist ein großartiger Tag. Wir sind heute deutscher Meister geworden und lasst euch nicht erzählen, das ist ein Trostpreis. Das ist ein super Titel, kann ich euch nur sagen, deutscher Meister zu werden. Für die kommende Saison wird aber wohl auch Rummenigge darauf hoffen, dass den Fans wieder mehr als nur eine Trophäe auf dem Marienplatz präsentiert werden kann. Dann aber ohne den langjährigen Kapitän Philipp Lahm.